Ja, hallo und willkommen zurück zu Stellaris. Mit mir, mit dem Cheesen. Ja, in der letzten Folge sind wir kläglich gescheitert mit unserem Volk der Cheesens. Ja. Und ja, ich möchte heute eigentlich mit einem neuen Volk beginnen. Bin noch am Überlegen, mit wem. Und ich dachte mir, wir sind Menschen, wir spielen heute mit den Menschen. Schauen wir mal, ob wir, wie soll ich sagen, wir mehr erfolgreicher sind als mit den Jasons. Die sind ja leider gescheitert. Zumindest fürs Erste. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann mal. So, und dieses Mal, ich möchte keinen KI mit Startvorteil. Wir machen es einfach so. Und ja, so. So, ja. Passt. Und dann würde ich sagen, wir spielen. Schauen wir uns an, was sich tut. Jetzt kenne ich das Spiel ja schon ein bisschen. Und ja. Good day, Madam President. I am Veer, a prototype synthetic intelligence. My job is to offer a Ein paar Ratschläge. Ich glaube, das brauchen wir dann nicht mehr. So. Which is used to survey astronomical objects such as planets in a star system. A planet needs to be surveyed in order to make its resources visible. The spaceport tab is where we view orbiting fleets, build new ships, and upgrade the station itself. If the planet has no spaceport, we can order. This is our construction ship, which is used to construct space stations. When an astronomical object, such as a planet, has been surveyed, we can order this ship to build a research station or a mining station to exploit any resources it may have. Ja, das wissen wir ja schon. Jetzt schauen wir uns mal an, was sich so tut. Ja, danke. Kolonieschiff ist immer gut, dass wir das haben. So. Oh, wir können keine Bergbaustation bauen. Ja, dann fliegen wir in Orbit ein. Vorerst mal. Oh, cool. Okay, die Venus, okay, giftige Welt, der Mars, karge Welt. Okay, Triton, Saturn, Titan, hey, cool. Uranus, das war's. Neptun ist der äußerste, ja. Die Zwergenplaneten sind leider nicht drauf, schade. Finde ich irgendwie schade. So, können wir schon was bauen? Nein. Na komm. Bau doch eine Bergbaustation. Ja, schön. Haben wir mehr Einkünfte? Mich? Oh, wir können selbst von unserem Mond abbauen. Schön. Wie sieht's auf der Erde aus? Here we see a visual representation of this planet's surface, divided into tiles. This tab is only visible on colony.
surveyed worlds that are habitable. Each box occupies a single tile, which means that there can never be more boxes on a planet than there are free tiles. Some buildings may cause adjacency effects to other buildings. Okay, die Bergbaustation hätten wir. Dann würde ich sagen, wir erfolgen. Du fliegst mal hierher oder flieg in den Orbit des Mondes. Was, mehr Rohstoffe haben wir hier nicht? Ja. Gut. Oh. Oh. Da findet ihr ja schön was in unserem Planetensystem. Hätte ich das Spiel gleich mit. Ja. From time to time, our science ships will discover strange things while surveying worlds. These can be researched by scientists, but be certain their skills are up to the task. Lassen wir es erforschen. Na, das ist schön. Das ist schön, was wir hier alles haben. So, dann fliegt den Uranus an, in Orbit einfliegen. Da vorne weiß ich nicht. Oh! Okay, erstaunlich. Wieder was Neues gelernt. So, was interessant. So. Was ist mit dir? Ah, du bist noch nicht fertig gebaut. Military fleets are used to protect our emerging empire from threats or to expand our glorious. Okay. Jetzt können wir vom Mond auch schon Ressourcen abbauen. Das ist natürlich sehr gut. Okay, du hast nur mehr zwei Planeten. Okay. Oh. Das ist natürlich sehr gut, dass im. Oh, der Triton hat auch natürlich was. Das ist natürlich schön. So, jetzt flieg mal hierher. Was haben wir hier? System ist erkundet. Sehr gut. Okay, das ist kein großes System. Wieder ein Sol-System. Bin schon gespannt, was sich da drüben tut. Okay, wir haben da drüben nicht speichern. Ach, die tun uns nichts. Hoffentlich. So, unser nächstes System wäre dann der Alpha Centauri, so wie es aussieht. Massenaussterben. Oh. Von Earth. Ja, nicht ganz zu 100% übersetzt. Romeo hat das. Das Earth. Ja. Situation.
Situation Log updated. Na dann. Situation Log displays a list of all currently available special projects and various other points of interest. New items will likely appear as we begin exploring the galaxy. Gut, dann würde ich sagen, unser Konstruktionsschiff schicken wir dann nach Triton. Denn hier werden wir es dann schön langsam brauchen. So, und wir bauen ein Konstruktionsschiff nicht. Okay. Bergbaunetzwerk wäre natürlich nicht schlecht, dass wir hier eins hätten. Ach ja. Er speichert wieder. System Survey complete. Schön. Okay, hier haben wir wenigstens etwas. Ah ja, System erkunden. Wir brauchen mehr Systeme. Ein Konstruktionsschiff können wir leider nicht. This is where we manage all ground forces on this planet. The upper portion of this view is divided into three sections. The top section represents the orbital space above the planet. So. Sections are used to extract the minerals and strategic resources of the object they orbit. Construction complete. Anomaly found. Forscher. Hallo? Achso, falsches Schiff. Ah! So. Anomaly found. Nicht fühlende Spezies gefunden. Oh mein Gott. Wir haben eine Spezies gefunden. Schön. Okay, hier können wir eine Forschungsstation bauen. Oh, jetzt haben wir... Oh, da hat sogar die Sonne. Ressourcen. Wie geil ist das denn? So. Nein, ich will ein Konstruktionsschiff. System Survey complete. Research complete. Hmm.
die. Construction complete. Wie kann ich denn jetzt rekrutieren? Wie kann ich hier jetzt einen rekrutieren? Ja, ich will jemanden rekrutieren. Wie ging das nochmal? Bin ich jetzt schon so deppert? The Empire Screen lists the commands of our empire. The factions to the leaders tab lets us hire, dismiss and assign idle governors, scientists, admirals and generals. Ja, ja. In the contact screen, we see a detail of the species tab lists all types of nominally intelligent beings we have encountered, allowing us to modify or uplift them if we have the means and opportunity. Okay. Leute, ich stehe auf der Leitung. Aber voll. Irgendwo kann ich meine Schiffe ja. The government screen presents us the budget, the policies tab, the demographics tab attracts the main. Wisst ihr was? So, ich mach's einfach. Okay, hier bauen wir noch nicht ab. Forschungsstation bauen. Ah! Bin ich wirklich so doof? Jetzt wirklich so doof? Oh mein Gott. Aha. Oh mein Gott. Wie dumm muss ich sein? Forschungsschiff kann eigentlich nichts mehr. So, wie sieht es mit dem Konstruktionsschiff aus? Was baut noch? So! Oh, schön! So, wir gehen ins Pausenmenü, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, wir. Au. Ah, wir sind am Arsch der Welt. Sozusagen. Gut. Ich würde sagen, wir beenden hiermit das heutige Let's Play. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Stellaris. Bis dahin, ciao, euer Jason.